Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren South Park Aufnahme. Ja, immer noch Aufwertungen machen. Das ist hier. Moment. Suche den Gegenstand, den du färben möchtest, falls Farboptionen verfügbar sind. Klicke mit der linken Maustaste auf die Farbschaltfläche, um den Farbbildschirm zu öffnen. Okay. Okay. Färben. Ah, cool. Wähle aus, ob die primäre oder Sekundärfarbe geändert werden soll. Wähle die Farbe mit der Maus und bestätige sie mit der linken Maustaste. Okay. Aber sieht eigentlich ganz so in Ordnung aus. Möchte ich gar nicht. Gut. Ja, wir sind hier noch in Eric Cartmans Haus. Yeah, fuck your shit up. Yo, fuck it shit up. Nein, denn er speichert jedes Mal nur. Oder beziehungsweise wenn ich speichere beim letzten Kontrollpunkt. Das heißt hier in Cartmans Haus. In irgendeinem Bereich, wo man reingeht oder rausgeht, dann speichert man. So, neue Nachricht von Clyde. Okay. Was hat denn der Clyde? Du hast einen neuen Freund. Ja, was wir in der letzten Folge auch schon haben. Das ist auch alles das gleiche. Bloß wie gesagt, das speichert nicht immer alles gleichzeitig. So, jetzt können wir auch da wieder. Ja. Wir dürfen jetzt alles zerstören und wir können auch jetzt soweit erstmal alles hier kaputt machen, um Sachen aufzusammeln. Hier, Cartmans Garagenschlüssel benutzen. Überall schicken hat der hier. So, und hier ist ein Schimpokémon. Okay. Und was ist hier von der Tasche? Graufarbe und Zauberbärbart. Ich glaube, das sieht bei Mädchen nicht so doll aus, ne? Aber wir gucken mal. Okay, hier haben wir alles. Da, Cherokee-Tampon aus echten absorbierendem Cherokee-Haar hergestellt. Antione Banderas Liebespuppe. Wahrscheinlich mittlerweile teurer als eine Nacht mit dem echten Antonio Banderas. Okay. Crackpfeife. Riecht nach Natron und enthält weiße Schokoladenkrümel. Hä? Okay. Wer rollt da auf dem Roller? Ach, das ist die Folge, wo Cartman sich so einen Scooter holen wollte, weil er zu dicke geworden ist. Genau. Du musst das richtig stark schütteln, damit die Milch rauskommt. Ja. Sauber abgenagt. Eine scharfe Scherbe aus zerbrochenem Glas, voller Potenzial. Die Ohren auf dieser Hasen-Actionfigur riechen nach Fisch. Ih. Ja, nee. Sollte man lieber nicht anfassen. Untauglich für seine ursprüngliche gedachte Funktion. Möglicherweise Entropiesymbolismus. Manchmal haben die ja echt Namen, ey, da fällst du vom Glauben. Das ist ein Fetzen Kleidung. Sollte wohl nach Trauben schmecken, aber irgendwie tut es das nicht wirklich. Wer probiert sowas? Damit kann man weiter sehen. Urzeitkrebse können zwar bis zu ein Jahr alt werden, aber die meisten sterben durch Vernachlässigung, bevor sie ein hohes Alter erreichen. Schamhaare. Sieht aus wie die Haare, die immer auf Moms Zahn. Was? Oh Gott. Auf dem Aufkleber steht für Down Under. Muss australisch sein. Das ist eine Vergangenheit zu besitzen. Was? Das? In der Vergangenheit zu besitzen, ist in der Zukunft illegal. Okay. Waschbärposter. Vom Waschbär persönlich signiert. Also der Kuhn. So, da haben wir alles. Hier haben wir noch eine langweilige Perücke. Eine Mädchenfrisur mit kurz geschnittenem Pony. Das sieht nicht doll aus. Behalte hier nochmal die Zöpfe an. Doppelkinn? Nein. Der Doppelkinn ist halt, du musst ja die zweite Tüte Käsebällchen auch noch essen. Wie? Wie sieht denn das so aus? Wenn man das jetzt noch färben könnte? Das sieht total scheiße aus. Besonders bei Mädchen. So, machen wir das mal wieder weg. Subtil und wird sehr wütend. Okay. Nichts ist gruseliger als Cartman, wenn er helfen will. Lol. Okay, was haben wir denn hier? Das sind die Handschuhe, die man hat. Das sind die Sachen, die wir schon von Anfang an haben. 5% Schaden beim Blocken.
Erhöht den Feuerschaden um 10%, das ist gar nicht mal so verkehrt. Steigert die maximale MP um 1. Und das sind die Waffen. Ja, ich denke mal, das ist ganz gut bisher. So, hier sind Ratten, da kommen wir noch nicht weiter, glaube ich. Gehe ich mal stark von aus. Dann gehen wir erstmal wieder zurück hier. So. Stodge wohnt hier. Oh, wer ist das denn hier? The Wizard King says I'm too ginger to be one of the humans, but Paladin Butters lets me be his squire on the sly. Paladin seek justice for all races. Das war Dougie, ne? Dougie, genau, du hast einen neuen Freund. Okay. So. Zack, alles kaputt mal, alles aufsammeln. Kommen wir jetzt hier rein? Butters Hausschlüssel. Wir haben Butters Hausschlüssel? Okay. Behold, the residence of Butters the Merciful. Geld und Inspektor Butters Abzeichen. Ja, der Inspektor Butters, genau. Da war ja was. Das war ich nicht. Hallo, Mrs. Dodge. Butters really is a very sweet boy. I hope you'll treat him as you would a normal child. Okay. Oh, da ist ein Krümel. Wenn die Buch liest, braucht die keinen Fernseher laufen lassen. Schon mal an Stromrechnung gedacht? Die Kacke, die gepinkelt hat. Und die Kacke, die gepinkelt hat, Teil 2 wahrscheinlich. Ach, das ist hier Butters Buch, wo er vorgibt, dass er das Buch geschrieben hätte, ne? Genau. Oh, hier können wir nichts mehr machen, okay. Ah, this must be the new kid. Replay it, Ja. Dad. Good for you. Mr. You Stodge. Facebook me right away if Butters does something he should be grounded for. Freundschaft hat ihre Vorteile und du hast gerade deinen ersten Erhalten. Drücke N, um deine Fähigkeiten zu öffnen und verfügbare Vorteile zu sehen. Aha, okay. Vorteile. Ach, das ist durch, wenn wir genug Facebook-Freunde in Anführungsstriche haben. Was haben wir denn hier so? Klicke auf den Reiter Vorteile und kaufe deinen Vorteil. Der Zähler oben rechts im Reiter sagt dir, wie viele Freunde du brauchst, um deinen nächsten Vorteil zu bekommen. Also verfügbare Vorteile 1, das heißt, einen kann ich vergeben. Und der nächste Bonuspunkt in 5, also wenn ich 5 weitere habe. Okay. Ja, warte mal, kurz, ich möchte das hier mal wegmachen. Gut, weil ich möchte mir das genauer angucken jetzt. Du nimmst viel weniger Schaden, wenn du schwer verletzt bist. Was ich hier nehme, weiß ich noch gar nicht, aber ich gucke mir hier mal so ein bisschen durch gerade. Trauender, perfektioniere die Kunst des Verhöhnens und bewirke zusehend Schaden bei wütenden Feinden. Du selbst erleidest weniger Schaden. Das klingt gut. Scharfschütze? Naja, das ist ja nichts für mich. Bewirkt zusätzlichen Schaden bei brennenden Feinden und erleide selber weniger. Das hört sich doch gut an als Magier, oder? Was haben wir sonst noch? Deine maximale Gesundheit wird um 20%. Das ist vielleicht auch nicht schlecht als Magier, weil wenn du da auf Klappe kriegst, dann kann das mal schnell zum Tode führen wahrscheinlich. Ich gucke mir das mal später mal genauer durch mit euch. Lass uns erstmal was erleben. Und wir können ja noch früh genug das skillen. Löffel, Gabel und Schamhaare. Ja, war das. Ist klar. Zahnrad auf Feder gefunden. Schön. Da man hier. Okay, da ist noch ein Schrank. Verdorbener Klamatosaft. Geld und Gesundheitstrank. Schön. Da ist die Einkaufstüte. Ich wollte gleich mal was gucken. Und zwar, da ist ja letztens nicht gespeichert. Ah, ist noch auf Hardcore. Okay. Dann ist alles in Ordnung. Keramikscherbe gefunden. Kann ich die noch abschießen? Nein. Naja, dann gehen wir mal oben gucken bei Butters. Inspektor Butters. Dö-dö-dö. Dö-dö-dö. Ah, das ist Butters Zimmer, ne? Welcome to my room. Ah, cool, Butters. Hoppala, war ich nicht. Stern, Geld, hawaiianischer Ausweis und Rosinenmädchenbild. Ach, das sind so viele Anspielungen, ne? Auf die ganzen Folgen, das ist so geil. Einfach nur super. Okay, hier ist Inspektor Butters. Ne, das ist Inspektor Chaos. Ne, wie heißt der? Chaos. Butters Chaos. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Aber ihr wisst, wer das ist. Das ist der. Oh, es ist peinlich, dass ich gerade nicht drauf komme, ey. Immer dann, wenn man es nicht braucht. Naja.
Ups, weiß nicht. Minions. They help me punish society. Deine Lakaien? Okay. Schlüssel zur Chaoshöhle, wahrscheinlich die Garage. Geld, Gesundheitstrank, Eierkinn und Steppschuhe. Schlüssel zur Chaoshöhle. Oh, die kann ich nicht kaputt machen. Schade. Das ist ein Chim-Pokémon. Affi, Chim-Pokémon. Boops. Ja, ja. Ups, war ich nicht. So, was haben wir hier denn? Mahalo Belohnungskarte. DMV-Literatur. Anscheinend stört es den hier Leuten hier nicht, dass ich hier alles mitgehen lasse. Und ich finde das schön, weil ich kann bestimmt irgendwann alles gebrauchen, auch wenn ich es verkaufe, um da Gesundheitstränke und sonst was zu kaufen. Stotz Garagenschlüssel. Wozu war denn die Höhle eben? Schraubenzieher und Geld. Das heißt, wir haben hier zwei Schlüssel. Ich frage mich nur, wofür. Aber naja. Werden wir noch herausfinden, hoffentlich. So, Geld und eine Okama Games 4. Oh, schön. Kleines Medaillon habe ich gefunden in der Schatulle. Das lohnt sich also. Ich bin auch, denke ich mal, gute Absichten, dass das Teil ordentlich was wert ist. Okay. Oh, was habt ihr denn hier im Badezimmer? Rosa Farbe und rostiges Rohr. Keramikscherben. Seife am Seil. Kenne ich nicht. Butter. Nee, echt? Der bewahrt das hier auf, seine cremige Seife, die ihn abends ausläuft. Ja, das ist ja eklig. Als ich die Folge gesehen habe, habe ich auch nur gedacht, ey, Leute, ihr könnt das so eine Sache nicht bringen, ey. Und das lief um 20.15 Uhr. Ist ja nicht so, als ob da kleine Kinder zugucken können. Ist schon berechtigt, warum South Park erst ab 16 ist. Beziehungsweise das Spiel ab 18. If it splashes, it means you get a free wish. Alles klar. Nimm mal mit. Wenn nicht, können wir das hinter auf Feinde werfen und dann sind die angewidert, so viel wie ich gesehen habe. Hui. Lass mal wieder runtergehen. Wir sind hier soweit fertig. Und die mache ich jetzt hier nicht nochmal kaputt, wenn ich hier einmal war, weil, wozu? Dann sammle ich ja das alles nur auf. Habe ich das schon gemacht? Keine Ahnung. So, der Garagenschlüssel. Schön, was haben wir hier? Druidenhandschuhe. Verrückter Actionrad, okay. Druidenhandschuhe. Die sind wahrscheinlich für mich gar nicht verkehrt, oder? Das sind doch bestimmt Magierschuhe oder so. Geld, ein Tempotrank und ein Pony. Okay. Oh, ich finde die Musik so geil im Hintergrund, ne? Für diese Musik im Hintergrund. Einfach, das ganze Spiel ist einfach genial gelungen. So, wir sind jetzt... Da oben ist hier ein Pokémon. Das können wir mit dem, genau, wenn das... Warte mal. Was steht da? Wenn das Tool Schießen aktiv ist, halte F gedrückt und ziele mit der Maus. Das Zielsymbol leuchtet über erlaubten Zielen rot. Klicke mit der linken Maustaste, um zu schießen. Dann holen wir uns nämlich den Chim-Pokémon runter. Chuchu Nenzumi. Das habe ich schon gemacht, Kumpel. Hier. So, hier waren wir schon. Das ist unser Haus, ne? Genau. Warte mal. Oh, kommen wir denn hier hinten jetzt hin? Ah, hier ist eine Tasche nämlich. Genau, Gesundheitstrank. Schön. So, wir müssen noch mal kurz nach Hause. Denn wir waren noch nicht in der Küche, weil uns der Vater rausgeschickt hat. Naja, aber jetzt sind wir zurück und, naja, ich werde mal mit ihm quatschen. You can't expect me to pat you on the back just because you've made a few friends. As soon as you have a lot of friends, then I'll be proud. Okay. Oh, look, you've made friends. Mom. I'll be your friend too, sweetie. It'll make you look popular. Ja, ich habe meine Mutter hinzugefügt. Juhu. Wer will das nicht? Drei neue Freunde. Mom, Mr. Dodge und Mrs. Dodge. Du sollst wissen, dass mir die Sache mit Butters wirklich leid tut, so allgemein. Okay. Schön, habe ich acht neue Freunde schon.
So, ja, hatte ich aber, glaube ich, alles schon gemacht, ne? Nee, hatte ich nicht, weil der Vater mich ja gleich erwischt hatte, genau. Der sagte ja, ich soll rausgehen und Freunde suchen. Jetzt habe ich einen Freund gesucht und jetzt kann ich mich ja hier umschauen, ob ich noch was kaputt machen kann. Das ist die Küche, genau. Was finden wir denn hier? Geld und eine Gabel. Schwarzer Blendschutz und Gesundheitstrank. Okay. Hier liegt Geld. Ich will das Geld haben. 2 Dollar. Schön, besser als nix. Also an Geld kommt man hier momentan ganz gut dran. Ich weiß nicht, ob das im Verlaufe des Spiels sogar noch unnormal viel wird. Das weiß ich nicht. Aber was ich weiß, ist, dass wir mal kurz in mein Zimmer gehen hier. Butters, das ist mein Zimmer. Guck mal. Und zwar möchte ich ja meine Truhe. Da sollen ja Gegenstände drin sein. Lager. Das alles gibt es? Alter. Die Frage ist, kann ich so viel tragen, wie ich möchte? Steht hier ja nicht, ne? Nehmen wir mal alles mit. Komm. Lager, Ausrüstung. Oh, dauert das. Okay, wir nehmen einfach alles mal mit, weil wir können es. So, und jetzt gucken wir mal dazwischen, ob wir was da gebrauchen können. Ich weiß, South Park ist am Anfang sehr mühselig, dass man alles hier mal erklärt und guckt und so. Aber wenn das einmal alles erst gemacht ist, dann wird das ganz einfach und dann können wir auch richtig loslegen. Deswegen mache ich auch die Folgen noch auf 20 Minuten oder länger. Und ich versuche mich dann auch so grundsätzlich an die Folgen bei 20 Minuten zu gewöhnen. Schokolade füllt 40% deiner TP auf, okay. Was haben wir hier? Die Kacke, die gepinkelt hat. Der Bestseller von Scrotty Mac Boogerballs. Gabel. Könnte ein Auge ausstechen. Für jemanden namens Kaiki ausgestellt. Untersuchen ist eigentlich genau dasselbe wie spionieren, aber sagt das nicht Butters. Andenken an einen geliebten Verstorbenen hat keinen wirklichen Wert. Hat keinen wirklichen Wert. Nein. Wahrscheinlich für die Angehörigen, aber stark gegen Suppe, schwach gegen Schinken. Das stimmt. Das haben wir schon. Oder? Nee. Nur wirklich lohnenswert für echte Hawaiianer. Unterzeichnet mit: Schön, dass du wa da warst. Alle hier sind totale Loser, aber du scheinst ziemlich cool zu sein, Lexus. Ja, das war die, wo die gegen Trinkgeld jeden schmeicheln, ne? Zieht Schrauben an und löst sie auch. Das Seil sorgt für einen sicheren Griff und verringert das Risiko rektaler Vergewaltigung? Alter Schwede. Nicht mehr benutzt seit dem Vorfall. Welchen Vorfall? Steppschuhe? Die Folge kenne ich, glaube ich, nicht. Oder erinnert mich gerade gar nicht dran. Wenn ich sie sehe, wahrscheinlich schon. Gigabytes an Katzenbildern. Na gut, wenigstens nichts anderes. Noch widerlicher und krankheitserregender als echtes Blut zu trinken. Verdorbene Klamato-Saft. Verrückte Actionrad. Nicht nur unmöglich zu lenken, sondern leuchtet sogar im Dunkeln. Weniger als die Summe seiner Teile. Man weiß nie, wenn man zerknülltes Papier gebrauchen kann. Okay. Hier haben wir sonst alles. Was haben wir hier? Den Pony. Ja. Eine Jungfrisur mit kurzgeschnittenem Pony. Brauche ich aber nicht. Dann mal hier. Trotz anderweitiger Behauptung dient es keinem anderen Zweck, als hart auszusehen. Du bist ein großer, heller, leuchtender Stern. Na super. Das ist der Eierkinn. Die Pubertät hat zugeschlagen und deine Testikel haben sich gesenkt. Von deinem Kinn. So, hier haben wir Handschuhe. Wir haben momentan den Magier an, der minus 5% Schaden beim Blocken gibt. Wir sind auch Level 2, das heißt, wir könnten hier so Assassinen, aber ich denke mal, das ist jetzt nicht zwingend, ob wir Assassinen oder Magier sind, oder? Du hältst ein Schild, wenn dein Begleiter stirbt. Ja, das brauche ich nicht. 5% mehr beim Blocken. Weniger. Ich denke mal, das behalte ich jetzt an, das hört sich am besten an, oder? Was haben wir hier noch? Angriffe mit Distanz. Waffen fügen zusätzlichen Schaden zu. Zaubererhandschuhe. Erhöht deinen Schock. Schaden um 10%, aber ich möchte eigentlich gerne bei Feuer bleiben.
Du erhältst einen Angriff erhöht, wenn du deinen Feind tötest. Du erhältst Angriff erhöht zu Beginn eines Kampfes. Nee. Behalte ich das momentan noch an. Dann mal hier. Erhöht den Feuerschaden um 10%, genau. Paladinrobe. Samurai. Du erhältst Wiedergeburt zu Beginn eines Kampfes. Zaubererrobe. Erhöht den Feuerschaden um 10%. Was war das hier nochmal? Das war auch 10, ne? Dann kann ich doch den annehmen. Anlegen. Hey, cool. Was kann ich denn da ändern? Ach, da kann ich hinter Dings reinpacken, okay. Was habe ich hier? Stirnband. Zaubererkapuze. Was haben wir hier nochmal? Plus 1 MP. Und was bringt der? Verursacht 10% mehr Frostschaden. Gegner greifen Verbündete häufiger an. Das ist geil. Cool. Vor allem gefällt mir das mit der Kapuze, ne? Muss ich sagen. Ja, das hat sich doch gelohnt, hier schon mal hinzugehen. Und das sieht auch echt ganz cool aus, eigentlich. So, Butters, dann können wir hier wieder rausgehen erstmal. Ja, nach da. Wo waren das jetzt nochmal? I'd check my drawers if I was you. Hoppala, Entschuldigung. Das war da, aber irgendwie hat die Taste eben gehangen. Ich weiß nicht wieso. Keine Ahnung. Egal. Ich wollte das hier eigentlich gar nicht mehr mitnehmen, aber egal. Komm. Raus hier, Butter, sonst wird das heute nichts mehr. So, und dann machen wir uns in der nächsten Folge auf, hier, in diese Richtung zu gehen. Um Hindernisse zu zerstören, schauen Richtung des Objekts und klicke mit der linken Maustaste. Genau, das machen wir ja erst in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.